Schön, dass du da bist. Die achte Rauhnacht. Der 1.1.2024. Prosit. Naja, wünsche ich dir an dieser Stelle von ganzem Herzen. Diese Rauhnacht ist im Tierkreiszeichen Löwe zugeordnet. Und entspricht dem Monat August des Jahres 2024, solltest du orakeln. Dieser Podcast ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste ist eine geführte meditative Reise in dich selbst. Sie möge dich darin stärken, die Aspekte der reinsten Liebe, die diese Rauhnacht in sich trägt, ja, in dir zu kräftigen. Und wisse, du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Folge einfach den Worten, die ich für dich erhalte, von den Quellen der reinsten Liebe. Und lass dich davon tragen und führen. Der Teil 2, den kannst du selbst machen. Das ist jener Teil, wo du orakeln kannst. Zum neuen Jahr, in dem Fall zum August. Wenn du jedoch sagst, wie geht es und was soll ich da machen und du weißt nicht so ganz Bescheid, dann habe ich was vorbereitet für dich, nämlich ein Auswahlorakel, das kannst du nutzen zu dieser Gelegenheit. Und den Link findest du in der Infobox zu dieser Fortsetzung. Du kannst sozusagen diese meditative Reise als Einstimmung nutzen zum Orakeln, wenn du möchtest. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, sodass du keinen Podcast, kein Video, das hochgeladen wird, mehr verpasst. Wenn du es nicht eh schon gemacht hast, dann danke ich dir ganz herzlich für dein Abo. Und wenn es dir taugt, dann freue ich mich total über ein Like, das Zeichen deiner Wertschätzung. Und als Resonanz. Und ja, wenn du möchtest, dann kannst du auch meinen Kanal teilen. Ich hätte gesagt, dann starten wir los. Und dazu such da Platzl, wo du dich wohlfühlst, wo du für dich sein kannst, wo du Ruhe hast, was bequem ist und du dich so richtig gemütlich hinsetzen kannst oder hinlegen kannst oder Raum hast, dich hinzustellen und es das einfach ein wohliges Gefühl an diesem Platz für dich da ist. Und wenn du jetzt diesen Ort gefunden hast, dann folge ganz entspannt deinem Atem, indem du beobachtest, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Und mit jedem Atemzug sinkst du ganz automatisch in deinen Herzensraum ganz tief hinein. Und du atmest ein und aus. Lass es einfach fließen, deinen Atem.
Und mit jedem Atemzug spürst du ein Stück weit mehr, ganz von selbst, wie sich die Verbindung zu deiner Seelenkraft immer intensiver anfühlt für dich. Und wenn du spürst, dass es in dir friedvoll und ausgeglichen und dennoch kraftvoll in deiner Herzensmitte ist, dann sei bereit und freudvoll, in die Kraft der reinsten Liebe dieser Rauhnacht einzutauchen. Freude in deinem Herzen. Es ist, als würde sich jetzt ein Lächeln auf deine Lippen zaubern. Das Lächeln einer unschuldigen, reinen Freude am Sein, das du bist. Dass du bist. Lass dieses Lächeln entstehen und atme tief ein und eine Sonne entsteht in deinem Herzen. Beim Ausatmen strahlt diese Sonne, Herzenssonne. Einatmen und die Sonne wird kraftvoller. Und beim Ausatmen strahlt sie. Sie durchlichtet deine Aura und weit darüber hinaus. Und noch ein tiefer Atemzug. Meine Herzenssonne ist kraftvoll. Und ich atme aus und ich strahle voll Liebe mein Sein in diese Welt. Voll Freude. Es ist, als wärst du diese Sonne. Herzerwärmend, erfüllend für dich und die Welt. So kraftvoll, so hell. Magst du spüren und fühlen? Wie dies ist für dich jetzt gerade. So entsteht in dir eine ganz besondere Achtsamkeit und Respekt und Wertschätzung gegenüber
deinem männlichen Anteil, deinem maskulinen Anteil. Ich durchflute meine Taten mit Liebe. Meine Taten sind durchtränkt von meiner Herzenskraft. Ich tue, was mein Herz mir sagt. Herzensmut. Fühle dies und spüre. So kraftvoll und erfüllend. Und lass es zu, erlaube es dir jetzt, dass diese Erfüllung in dir, diese Kraft, diese überschäumende Freude, dieser Überfluss sichtbar wird. Die Sonne in dir ist sichtbar. Ich bin sichtbar. Ich strahle. Meine Herzenskraft ist sichtbar. Herzensmut. Fühle und spüre. Und vielleicht erkennst du nun wie wichtig und wie wunderbar es ist, wie bereichernd für dich selbst und für die ganze Welt, wenn deine Herzenskraft, deine Liebe als Licht, als Sonne in diese Welt strahlt. Ich stärke das Sonnenlicht der reinsten Liebe in mir. Ich strahle voll Liebe in diese Welt. Ich erwärme die Herzen, die dies erlauben und dafür offen und bereit sind. So sei es. Und so beginne langsam deine Hände zu bewegen, deine Füße in deiner Zeit, dass du deinen Körper gut wahrnimmst.
Und wenn du deine Augen in deiner Zeit öffnest, dann tu dies, so dass die Freude aus deinem Herzen sich mit dem Augenaufschlag verstärkt. Erblicke die Welt mit Freude und sprich: Ich bin Liebe. Ich bin Liebe. Ich bin Liebe. So sei es. Viel Segen für dich, Stella.